So, Jungs, guckt, ich habe mir Folgendes überlegt. Also, und zwar, wir machen eine Challenge, okay? Also, wir haben ja eine gute Zeit. Das heißt, jeder von euch kriegt 10.000 Baht. Und ihr könnt die 10.000 Baht theoretisch, also ungefähr 300 Euro, so ausgeben, wie ihr möchtet. Und am Ende der die am besten ausgegeben hat. Ihr könnt sie auch sparen, der kriegt nochmal 10.000 Baht. Das heißt, ihr könnt das Geld quasi verdoppeln. Okay. Dein Ernst ist? Ja. Was? Und du beurteilst dann? Nee, ich nicht, ich wie Kommentare. Ihr habt das Geld und wir machen dann klar, was ihr damit habt. Ihr könnt euch theoretisch zum Beispiel irgendwas kaufen, um den anderen zu ärgern. Ihr könnt theoretisch das Geld sparen, das ist halt euer Geld. Okay. Aber es ist halt auch so, dass es einen Gewinner gibt. Okay. So, das heißt, hier das ich. Geil. Ja. Geil. So, es gibt gar keine Regeln. Es gibt einfach nur, am Ende entscheiden die Leute, wer kriegt mehr Geld. Bis eben gerade war alles Kooperation, weißt du? Jetzt ist es auf einmal so eine Competition. Nein, es könnte auch eine Kooperation sein, wenn du glaubst, dass unsere Community halt krass schwul ist. Und so befürwortet. So. Jetzt sind wir ein klein wenig im Zeitstress. Ich habe gerade das Skript fertig geschrieben. Jetzt werde ich versuchen, das so schnell wie möglich aufzunehmen. Ich habe krass viele Gedanken. Ich hoffe, es wird nicht zu wirr. Falls es wirr wird, liegt das am Schneiden von Daniel. Er schneidet immer die guten Sachen raus. Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu allen Göttern zu beten. Wenn der eine nicht mehr reicht. Genau, so, weißt du, man kann ja auch einen Fehler machen irgendwie jetzt. Dieser ganze Streit ist mir eh egal. Und dann holen wir uns jetzt eine Flasche Wein. Leute, seht ihr diesen Typen hier? Der wird jetzt gleich betrunken fahren. Wieso sind hier zwei Kameras auf mich? Hey, wieso sind zwei Kameras? Ach was, du nimmst auch auf. Ja, die ganze Zeit, ich habe undercover gefilmt. Ich dachte, er baut einen Unfall. Einmal. Eiskalt Daniel. Einmal, wenn er filmt, dann um dir was reinzubringen. This guy was drunk. Aber was war das? Ich werde gleich betrunken Auto fahren. Ja. Ja. Ja, auf jetzt. Finde ich gut. Wieso filmt er denn jetzt plötzlich, wenn ich fahre? Ja, ist so. Ne? Du am Steuer ist ähnlich wie Frau am Steuer. Was? Okay, das nehme ich dir übel. So, Moritz packt 10.000 Baht von seinem Geld. Oben drauf. Mit einem Mega-Prank. Moritz hat heute 2 Stunden gar nichts gesagt, wo du einfach so gesehen hast, dass sein Kopf so krass arbeitet. So. Ey, seitdem wir vorhin darüber gesprochen haben, es ist inzwischen 22.30 Uhr, habe ich nur gearbeitet. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mir irgendwelche Gedanken zu machen. Long story short, ich habe überhaupt keine Idee, was ich machen kann oder soll. So planlos wie der Trip angefangen hat, so planlos geht die Challenge weiter. Ey, haben wir eine Ahnung, wo wir hinfahren? Fahren wir einfach hier? Einfach geradeaus, dann müsste das Central kommen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Bist du zum Training auch? Oder? Nee, also vielleicht mal so eine Teilbachstunde haben wir uns überlegt, aber jetzt nicht wirklich um eher zum Spaß ein bisschen. Ja, dann vielen Dank. Man sieht's. Gerne. Tschüss, mach's gut. Ciao. Das Messer, wir brauchen das. Ich brauch das Messer. Ey, entschuldige, ich schwöre, wir haben eben... Wir haben eben gerade noch Fotos gemacht, ich wurde plötzlich erkannt. How, what I do, like this. Oh, ja, ich another... like okay. Ist das hier? Alter. Wow, nice. Ah, und sogar noch zurück. 3. Ne? 4. Was, wie viel? Das war mein. Alter, ich will ja nicht sagen, ne? Wir rocken hier richtig weg. Johann, wir könnten zusammen irgendwo hingehen. Also nicht ich. Ukraine? Ja. Oh, careful. Oh. Careful. Ja, den fühle ich. Der schaut leicht aus, ne? Unmöglich. Ey, das ist schon gut. Das sind die Messer für die Deutschlandreise. Ja. Die packen wir Daniel ins Gepäck. Ey, guck. Also die Kassiererin ist ja krass unfreundlich. Die wird uns halt so überhaupt nicht hier haben. Aber das macht es noch geiler. Lass uns jetzt richtig Zeit. Und wir überlegen. Ich werde jetzt richtig langsam essen. Nee, du musst halt Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja. Wenn die dich nicht haben möchte und möchte, dass du eigentlich gar nicht kommst, dann musst du länger bleiben.
Aber die gucken uns immer an und lächeln freundlich. So. Was glaubt ihr, wie stehen die Chancen, dass wir diesmal nicht heile runterkommen? Guck, die Chancen, ich glaube, es könnte auch ein absolut unsteiler Berg sein. Mit Moritz sind die Chancen bei 70% irgendwo nicht anzukommen. Gehen wir hier hoch essen? Ich schwöre, ne? Mir ist jetzt eingefallen, was Moritz vorhat. Überall, wo wir hingehen, Moritz hat immer kein Bargeld dabei. Weil er sagt, er braucht das nicht, weil er scannt. Und dann, wenn wir irgendwo hingehen, wo er scannen könnte, sagt er, hat sein Handy vergessen. Das ist Moritz. Dadurch, dass er jetzt sein Portemonnaie überall vergisst, zwingt er dich zu bezahlen, sodass deine 10.000 Bart. Der Typ hat gestern nicht geschlafen, um sein Sparen zu arbeiten. Ich glaube, ich schaffe das? Nee, ich schaffe es nicht. Du musst es aufheben, wenn du es nicht schaffst. Okay. Ah! Wir haben am Ende so 1.500 Euro wieder auf. Das hätten wir nicht machen sollen, Moritz wird wütend. Ey Moritz, bist du dir sicher? Ich häng mal deine Hemden auf, weil die hauen die ganze Zeit gegen die Scheibe, ne? Alter, was? Also er sagt jetzt, wir müssen da hoch. Nee. Aber da ist ein Graben. Wir müssen umkehren. Wow. Also wir rutschen so nach links. Stopp! Hat das Navi wirklich angezeigt? Ich schwör's dir, ich habe noch gefragt, so deswegen. Deswegen, aber hier sieht ja auch so aus, als ob da irgendwie noch so ein Auto hochgefahren ist. Ja. Und du hast ja gesagt, das ist ein offizieller Weg, hab ich gedacht, okay. Alter, ich bin so abgefuckt. Die Leute hier im Raum können das merken. Wir haben gerade halt so lustigerweise unser halbes Auto zerstört. Und wir haben halt jetzt überlegt auch, ne, was machen wir. Ich glaube, wir haben beim Mieten, ich glaube, der hatte vorher eine winzig kleine Schramme. Das heißt, wir müssen das nicht bezahlen. Wir sind halt gerutscht dort und dann haben wir halt so krass mit dieser scheiß Eisenstange, die dort aus dem Boden geragt ist, da sind halt scheiß Eisenstangen aus dem Boden geragt, falls ich das nicht erwähnt habe, sind wir halt so voll am Auto lang geschrammt. Aber ich glaube, dieser Wagen hier sieht von außen aus wie fast neu. Aber der hatte eine kleine Scheißstelle hinten rechts. Und wenn die dort hinten rechts war, werde ich einen Scheiß bezahlen, sondern sage ich, das war vorher schon so. Das heißt aber auch, du kannst definitiv nie wieder dorthin gehen. Ja, ich kann nie wieder dorthin gehen. Wollten wir sowieso nicht mehr. Aber jetzt geht's dann nicht mehr. Ja, genau. Hört man das eigentlich im Hintergrund? Wir verdienen hier gerade Geld. Also während wir das Auto kaputt gemacht haben, haben wir das eigentlich schon wieder bezahlt. Nice. Guck mal, ich schwör's dir. Weil hier war vorher eine Kratzer und hier. Guck, weil ich schwöre euch, das Auto hatte einen scheiß Kratzer und wir sind ja dagegen gefahren eben. Aber glücklicherweise, auch wenn wir den jetzt vergrößert haben, da hatte der schon einen Kratzer. Einen Scheiß muss ich dafür bezahlen. Einen Scheiß. Ich werde denen sagen, das war genau so. Oder war hier nochmal was? Scheiße, hier ist es auch passiert. Oder hier, oder das war näher. Krieg ich das dadurch, dass er sagt, ja okay, das war hier? Guck, ich glaube, damit kommen wir durch. Aber hier ist halt Pack. Die gleiche Höhe, der gleiche Strich. Gleiche Höhe, gleiche Strich. Was ganz anderes. Genau. Das vielleicht einmal sauber machen. Aber ich glaube, wir kommen damit durch. Ja, nicht sauber machen, noch dreckiger machen. Ja, noch dreckiger machen. Interessant, ja. Ich gehe damit durch. Da werde ich krasse Überzeugungsarbeit leisten. So, ich melde mich hier nochmal kurz zwischendurch zu Wort, ohne dass die beiden anderen das mitbekommen. Ich hatte ja ursprünglich geplant, dass wir einfach einen Tag vielleicht verlängert dranhängen. Ich hatte eine Villa direkt am Strand mit Privatstrand rausgesucht und so weiter und so fort. Hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Allerdings haben die beiden leider, ich habe das versucht, so ein bisschen auszuloten,
auch noch Termine, weswegen ich das jetzt verworfen habe. Das heißt, ich dachte, okay, anstatt dass wir hier dann im Prinzip einen Tag extra machen, fahren wir heute Abend einfach an den Strand hier direkt. Und ich habe im Internet geschaut, dort gibt es eine Bar mit abends Feuershow und so weiter. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät für die Feuershow. Das ist gerade so ein bisschen das, wo ich ein wenig Sorge habe. Aber ansonsten, falls wir da rechtzeitig kommen, sollte das eine sehr, sehr coole Location für einen schönen Abend sein. Und ich hoffe, ihr kriegt ein paar schöne Kamerabilder davon. Und ansonsten, ich habe noch für danach, falls man möchte, da müssen wir dann gucken, auch wie kaputt wir dann nachher natürlich sind, weil wir, wie gesagt, schon wieder den ganzen Tag auf den Beinen sind. Aber dass wir dann da die Möglichkeit haben, auch noch in andere Locations zu gehen. Das heißt, ich habe so einen halb offenen Plan, sage ich mal, vorbereitet. Und dann schauen wir mal, was das heute Abend wird. Ich habe an deine Tür angeklopft. Ich wollte fragen, wie weit du bist, ob du ready bist. Nee, was geht? Das wird hier gefilmt. Nicht schon misstrauisch. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist nur potenziell verloren. Ja, oder dumme Ideen später. Genau. Moritz schließt extra ab, lässt die Haustür offen. So, jetzt müssen wir nur noch warten, der sollte hier gleich hochkommen. Okay, wieso filmen wir jetzt schon? Irgendwas geht doch jetzt hier gleich. Nee. Den ersten Step für heute Abend mit leckerem Essen, das kennen wir schon. Okay. Da waren wir zufällig frühstücken. Du hast dich gewundert, warum ich diesen Beachclub schon kenne? Weil ich den für abends vorbereitet habe. No way. Doch. Wenn ich jetzt 10.000 Baht, ne, so einfach einsetzen könnte, dann schwöre ich, dann wäre das irgendwie so ein krasser Spontankauf. Digga, mein Plan war erst, eine Villa für 3.000 Baht zu mieten. Krass. Ey, das ist ja voll geil, ja. Guck, aber das ist dann jetzt, ich will gewinnen. So, jetzt kommen wir zur Challenge. Ich mach's kurz. Ich wollte die zwei eigentlich krass verarschen. Die zwei haben Angst, dass ich Gifttiere kaufe, dass ich Ladyboys bezahle, dass ich irgendwas mit Bars mache. So diese typischen Klischees, an die man in Thailand denkt. Ich dachte mir, scheiß auf das Geld. Schau mal, wir leben hier so wahnsinnig, wenn man das sieht. Wir leben hier in einer der schönsten Villen, gefühlt in Koh Samui, direkt so mit Meerblick. Ich finde, man lebt schnell in einer Parallelgesellschaft in Thailand, wenn man Geld hat. Man geht immer gut essen, man hat immer die besten Unterkünfte, man hat keine Sorgen. Man verliert aber so ein bisschen den Kontakt zu den Thais. Jetzt dachte ich mir, was kann ich Cooles mit dem Geld machen? Und die zwei aber trotzdem so ein bisschen an der Nase rumführen. Das war schon wichtig. Das heißt, ich habe jetzt gestern für den ganzen Betrag Wassermelonen bestellt. Das heißt, wir gehen nachher mit dem Truck dahin, holen die Wassermelonen ab. Der Truck wird bis zum Rand gefüllt sein mit Wassermelonen. Ich werde das aber nicht gleich vor den zwei auflösen. Ich werde ein Schild machen, wo auf Thai geschrieben wird, Free Watermelons. Und dann will ich, dass die zwei sich hinstellen mit dem Schild und einfach mal schauen, was passiert. Und am Ende des Tages will ich einfach auf unserem Heimweg, wir haben ja jetzt einen Heimweg von etwa 6 Stunden mit dem Auto, dass wir all diese Wassermelonen verschenken an jeden, den wir so sehen, ne, vor diesem Thai. Und dass wir einfach so ein bisschen was zurückgeben und trotzdem die zwei so ein bisschen verarschen. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt musst du die Anmoderation machen. Hi. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen doch nicht nach Hause tatsächlich. Wir gehen jetzt erst frühstücken. Dann gehen wir zu meiner Challenge. Dann wird es spannend. Für euch zwei. Also, erstmal fand ich, das war eine krass gute Anmoderation von dir.
Und da hatte ich irgendwie so ein kleines Kameratalent versteckt. Ich werde jetzt aufschreiben, was ich glaube, was ich gelesen habe, worum es geht. Okay. Und jetzt die Leute, die müssen dann überlegen, guckt, also nochmal, der hat 10.000 Bart. Was könnt ihr denn damit machen? Und Moritz muss jetzt sagen, war das das, worum es geht? Ja. Hä? Das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Hä? So guckt, deswegen sag ich das, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn du jetzt genau die Reifen so lässt und einfach nur rückwärts fährst, sind wir draußen. Glaube ich nicht. Doch. Nee, trust me. Wir haben drauf, wie Moritz sagt, trust me. Moritz, genauso wie ich dir trauen sollte, dass das eine offizielle Straße war? Habe ich nie gesagt. Doch, das hast du wortwörtlich gesagt. Wir haben das auf Kamera. Nee. Das ist eine offizielle Straße, sagst du. Ich sag, bist du sicher, dass wir hier lang sollen? Du sagst, das ist eine offizielle Straße. Ey, Moritz, bist du dir sicher? Aber wirklich, du kannst wirklich rückwärts raus. Okay. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Ich dreh nicht. Also das sieht jetzt leider. Also Leute, jetzt werden wir hier angeblich eines der besten Restaurants gehen, mit dem besten Viewpoint. Wir werden dann kurz essen. Hallo, wie geht's dir? Money, sir. Hätte ich sagen können, dass du aufnimmst, ne? Ey, ich find's auch geil. Moritz hat das halt auch genau vor dein Essen gestellt. Einfach alles danke falsch gewesen. Moritz, sorry. Ey, ich hab 10 Minuten nach einer Gabel gesucht. Okay, smart. Da hätte keiner mit. Das Ding ist halt, ihr mich gefragt, was ich essen möchte. Ich habe gesagt, ich nehme Sönicki. Dann habe ich gesagt, nee, ich nehme doch English Breakfast. Und dann sagt er, keine Sönicki. Dann sage ich, okay, du hast recht, dann nehme ich Sönicki. Jetzt hat er mir beides gebracht. Aber das war gar nicht mein Plan. Und die anderen sagen so, also das war missverständlich. Was war denn daran bitte missverständlich? Jeder versteht das. Jeder. Jeder. Keiner hat es verstanden. Keiner hat. Ja, das wäre gut. Nee, das geht so. 100% kriege ich Sönicki. 100%. Ich glaube auch nicht. 100%. Ich wette jetzt. Wenn ich keine Sönicki kriege, geht das Essen auf mich. Ja, also dann nochmal zum Frühstück. Ich bin immer noch abgefuckt. Ich habe heute richtig die scheiß Entscheidung getroffen, was mein Frühstück angeht. Alter, ich mag English Breakfast auch gar nicht. Ich habe das halt irgendwie gesehen und dann siehst du Eier und so Dings. Aber am Ende ist das ja voll scheiße, auch weil es immer kalt ist. Und bei all den Sachen, die sie hatten, ne, euer Essen sah richtig geil aus. Wie war euers? Sehr lecker. War schon okay. War okay? Also meins war halt echt nicht gut. Ey, aber geiler Punkt. Na, guck mal, zeig mal kurz. Boah, guck dir mal an, wie das aussieht hier. Nice. Warte mal, jetzt fahren wir hier. Kann ich hier runterfahren einfach? Links, denke ich, ja. Ja, ne? Wir haben unsere Villa jetzt verlassen. Jetzt haben wir hier aus dem Café gearbeitet. Daniel ist in der Blüte seiner Jugend. Nach seinem Abend gestern. Und jetzt, was machen wir jetzt noch, Daniel? Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich grausam, aber nicht wegen gestern. Einfach, ich weiß nicht. Wegen der Gesellschaft? Nee, du musst jetzt sagen, wegen gestern. Okay, wegen gestern. Was ist gestern passiert? Daniel, wir sind gestern. Genau, wir haben gar nicht. Die Leute wissen gar nicht, was passiert ist. Ne? Guckt, Daniel hat nämlich gestern seinen 10.000 Bart eingesetzt. Aber die Pläne, die Daniel hatte, die sind alle für euch nicht sichtbar. Der Grund, warum Daniel es euch zeigen möchte, ist, weil er meine Ehe retten möchte. Nein, wir haben auch ein paar Aufnahmen gemacht. Wir waren halt erst. Ja, wir haben vorhin den schwulen Scheiß gemacht. Also meine Ehe ist nie in Gefahr gewesen. Ja, dann geht's gleich los. Ne? Daniel, wie hat dir Koh Samui gefallen? Ey, Koh Samui ist Hammer. Aber ich weiß auch nicht, warum. Mir ist ja morgens in Asien allgemein des Öfteren ein bisschen übel und so weiter. Aber heute hat es mir richtig aus dem Leben gehauen. Alter, der Alkohol war es nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Moritz, als zukünftig meistgehasste Person Deutschlands. Was willst du den Leuten sagen? Wie hat dir gestern Daniels Abend gefallen? Darf ich das bewerten? Du musst das bewerten. Also war lustig. Okay, warum? Was fandest du lustig an Daniels Abend? Ja, so einfach, dass wir da unterwegs waren. Was soll ich sagen? Besser nichts. wollen wir so einblenden, was wir dann so gemacht haben, als wir zu Hause waren? Nee, vom Eck mag ich das nicht. Hä, warum? Vom Eck, das ist so krass. Okay. Ah, ich würde das nicht machen, das sieht gefährlich aus. Kennst du das, wenn Leute so demotiviert sind? Ich würde das nicht machen.
Oh shit! Wir haben festgestellt, die besten Dinge, die Dinge, die uns wirklich glücklich machen, kosten kein Geld. Also guckt, Schadenfreude, das hier, das kann man kaum. Dieses Elend, sagst du? Dieses Elend, ja. So, das hätte ich mir nicht kaufen können. So viel Glück. Wir müssen das festhalten, Moritz fasst jetzt das erste Mal Bargeld an. Und jetzt beginnt deine Challenge. Okay, Daniel? Okay, jetzt gucken wir mal, wie gut deine Challenge wird. Wäre eigentlich witzig, wenn du da vorne vor den Roten fährst oder so und er rauskommt und wir nicht mehr hier stehen. Ja. Das wäre richtig lustig. Aber dafür haben wir Zeit in den nächsten Vlogs. In den nächsten Vlogs wird es halt krass viel härter. Okay. Ich habe umgerechnet also 38 Baht jetzt ausgegeben. 38 Baht. Einmal für dich, für deinen Magen. Boah, geil, was ist das? Ey, das ist Moritz. Mein Opa hat immer gesagt, er bringt dich zur Quelle, um dich dort verdursten zu lassen. Er sorgt jetzt dafür, dass du dich gut besser fühlst. Die Frage ist, was wir damit tun, aber das sehen wir noch. Aber das Moritz, guck, er will jetzt, dass du dich kurz besser fühlst, damit du dann sein volles Leiden erfährst. Er hat einen scheiß Karton gekauft. Wir haben ja noch überlegt, ich schwöre dir, er holt Tiere. Nee, aber ich habe ein Wort gelesen, da war kein Tier. Und er hat mir gesagt, er versichert mir. Deswegen, ich schwöre dir, du wirst das auch lesen. Ja, er müsste eigentlich Tiere geholt haben, ne? Aber meinst du, er hat einen Affen gekauft? Nee, dafür ist der Karton zu klein. Ich sag dir, Real Talk, er hat wieder eine scheiß Schlange gekauft. Spinnen kauft er nicht, weil Spinnen hat er auch Angst vor. Aber ich höre dir, Schlange kauft er. Alter, wenn er eiskalt eine Schlange gekauft hat, was dann? Also Moritz hat gesagt, wir sollen jetzt fahren. Wir suchen hier rückwärts rein. So, wir haben jetzt hier die Wassermelonen abgeholt. Jetzt möchte ich kurz die erste Reaktion. Von was? Wir holen jetzt unsere Wassermelonen hier ab. Und die müssen jetzt erstmal hier in den Truck. Das ist der erste Schritt. Da können wir ja alle helfen. Alle. Alle. Ja, klar, alle. Da wird der Truck jetzt voll. Ja, okay. Das ist so der erste Schritt. Ja gut, dann laden wir mal ein. Ja, aber es wird zu welchen Rücken kommen. Ab jetzt habe ich keine Ahnung, was ich damit vor. Zum Plan. Also, hast du einen Plan? Ja. okay, jetzt müssen wir einen öffentlichen Platz, wo so ein paar Menschen sind. Der nächste Schritt wäre, Daniel, wir sind nicht alleine. Also du bist nicht alleine, aber du musst anfangen. Und zwar nimmst du das Schild in die Hand, nimmst eine Wassermelone und gehst zu einem Teil deiner Wahl und drückst ihm die Wassermelone in die Hand und schaust, was passiert. Also er muss das Schild lesen, das ist ganz wichtig. Ey, keine Angst, keine Beleidigung oder so, nichts Schlimmes. Wir sind nachher alle im Knast und werden zusammengeschlagen. Nein, das passiert nicht. Ich starte mit einer Frau. Also das hier, ja? Ja. Boah, ist das lustig. Die müssen so einzeln quasi dann verteilt werden. So ist richtig, ja? Oder so? Ja, jetzt kannst du da vielleicht, keine Ahnung. Ich bin wegen Richtung. So, ja. So? Ja, ja. Drück ihm das Ding in die Hand. Okay, ja, jetzt kann ich auflösen. Wir verschenken die. Ich wollte einfach nur sehen, ob euch das unangenehm ist. Ist schon gut. Aber wir müssen jedes Mal zurückgehen. Warte mal, halte ich das noch richtig rum, ja, ne? Ja, ja. Das sind die Weißen, die kriegen nichts. Ihr habt genug Geld. One second. Oh, wow. Ja, du musst das Schild. But it's like heavy. You can carry this? Okay. Wow. Okay. Okay. Have a nice day. You too. wait, what the? Oh. Yeah. Okay. We're here. Yeah. Thank you so much. No, no, no. Thank you very much. Wait, please. One for you. Thank you.
Und noch. Oh, finish! Boah, Alter, ich bin nass geschwitzt. Das war voll die Arbeit. Das war krass die Arbeit. Ich habe heute mehr Gewichte bewegt als sonst manchmal im Gym. Nice! Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir so ein oder zwei noch mit nach Hause nehmen, aber. Ja, ne? Ja, Moritz, ey, ich muss vorher sagen, du weißt doch, wie zusätzlich wir sind. Ja, ja. Auf deine Kosten. Wer möchte denn jetzt einmal erklären, was gerade passiert ist? Guck, also ich hoffe, dass die Zuschauerschaft versteht, dass Moritz. Jetzt, das wusste ich, dass du den Fehler auf mich schiebst. Dass Moritz diese Challenge verlieren muss. Weil Moritz wollte unbedingt, dass wir lange bleiben, damit wir hier halt seine Challenge beenden können, weil Moritz nur an sich denkt. Dafür nutzt er sogar arme, hungrige Thais aus, um am Ende dann uns hier sitzen zu lassen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, die Fähren für heute sind alle ausgebucht und sie haben uns gesagt, wir können die Insel nicht verlassen. Das heißt, wir gehen rein, holen ein Ticket für morgen und dann schauen wir, wo wir die Nacht überbleiben. Ja, okay. Ich gehe da jetzt rein. Okay, und wir warten hier und ich gucke nach Hotels. So Leute, wir sind jetzt hier in dem Restaurant, weil wir durch Moritz Challenge, die ich nicht schlecht fand, muss ich zugeben, die Fähre aber nicht mehr bekommen haben. Das Gute ist, wir sind jetzt hier und auch wenn ihr nicht wisst, wo die Jungs sind, man findet sie, denn man hört sie einfach überall. Ich will mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich würde sagen, da sind sie. Guckt, während ich versucht habe, die billigste Absteige zu finden, waren die leider alle aus. Das heißt, wir sind jetzt in irgendeiner Anlage und sie haben hier so einen Golfplatz. Der Geizhals, wie ich Moritz liebevoll nenne, der will ums Essen spielen. Daniel hat groß angekündigt, dass er uns alle besiegen wird. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, wie Daniel vor der Kamera zerstört wird. Ah, was für zerstört wird. Okay, dann machen wir von hier jetzt erstmal machen wir das Loch, das zweite. Das, nee, das erste. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Ziemlich kleiner Steger, das müsstest du eigentlich kennen. Weit gefehlt. Mister, oh, das ist so einfach. Zwei. Dann muss er weg. Drei. Drei. Vier. Okay. Also. Das tut weh. Ah, ja. Drei. Okay, drei. Oder doch vier. Drei. So, Daniel. Zeig mal den Tiger Woods in dir. Ja, reingeschissen. Das ist Schiebung. Zwei. Das ist ganz krasse Schiebung hier. Ja, aber ich bin besser als Moritz, oder? Ey, nice. Ey, da hätte ich niemals durchgeschafft. Das war sauber verfehlt, muss ja, ich schon sagen. Ey, das hätte ich niemals so schwer gemacht. Da hätte ich dir nicht mal reinreden können. Wenn ich für dich hätte spielen dürfen, hätte ich es besser gemacht aus Versehen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nice. Wir sind auf der Fähre. Wir haben gestern unsere Fähre verpasst. Das heißt, wir haben uns dann... Wie war eure Nacht eigentlich? Alter, Moritz hat mich so krass abgefuckt. Ey, wie du da mit deinen scheiß Duftkerzen angefangen hast. Weil Moritz hat uns gesagt, dass er weiß, wie man die Moskitos tötet. Und dann hat er einfach angefangen, diese Duftkerzen, die halt so diese Moskitos in Sekundenschnelle töten, damit einfach unser Haus auszuräuchern. Turns out, es waren nachher immer noch Moskitos da. Es waren immer noch die Moskitos da, aber wir sind halt gestorben. Ey, das ist auch so, deswegen, wir mussten schnell gehen, weil die hätten uns halt krass alles in Rechnung gestellt. Egal, was jetzt ans Licht kommt, was wir gemacht haben, wir zeigen immer nur das Video, wo wir die Wassermelonen so verteilen. Ja. Das gleicht das Ganze wieder aus, ja. Vor Gericht. Ja. Aber vor 3 Jahren habe ich da meine Wassermelonen. Da habe ich den Leuten Wassermelonen geschenkt. Jetzt kommen seine Kommunikationsskills zum Tragen. Das muss er da jetzt irgendwie, da muss er sich jetzt rausreden. Was will er jetzt? Wir bezahlen auf gar keinen Fall Geld. Ich sag dir, wenn er Geld will, werde ich das eskalieren. Gar keinen Bock drauf.
Weißt du, wie die noch Bilder von dem Scheiß... Da, schau den an, anhalten. So, jetzt reicht's. Halte den scheiß Truck an. Der macht genau dasselbe, oder? Den hält er jetzt nicht an. Spaß dir. Was heißt das? Statement? Die wollten 5000, ich hab gesagt, Sir, I can't eat. I can't eat if I pay 5000. He asked how much you have. I said 3000. Also knapp 100 Euro. 4000, weil wir die Straße wie sagt man das? Die Sperrung durchquert haben. 1000, weil wir keinen Führerschein haben. Ah, okay. Ich habe gesagt, ich habe meinen Führerschein zu Hause vergessen. Also, wenn ich ein Foto zeigen kann, aber ich habe kein Foto. Hast du überhaupt einen? Du hast gar keinen. Aber hier ist das, was ich gesagt habe, ne? Ohne Führerschein fahren hier, ist halt 30 Euro. Die Straßensperre durchfahren. 120. Er hat gesagt, wir sollen uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, ist überall zu schnell zu fahren. Ja. Ach ja, naja, das ist halt das Geile. Eigentlich finde ich das ja gut, dass man halt sich so einfach hier rauskaufen kann. Wie viel haben wir jetzt? 80 Euro, 3000 Watt? Ja. Ja, geschenkt. Bei dem, was wir noch alles zahlen müssen und gezahlt haben für Dummheiten, war das jetzt das Günstigste. Wollen wir aus Spaß nochmal da durchfahren?